Hi, ich bin Saki. Ich bin gerade am Bigge See oder auch Bigge Talsperre genannt und hier möchte ich heute ein bisschen paddeln. Der Bigge See, das ist die fünftgrößte Talsperre in Deutschland. Hier kann man von einer Ecke in die andere, ich glaube, über 13 Kilometer lang paddeln. Wie weit ich heute will, weiß ich noch nicht. Ich werde einfach der Nase nach paddeln und mal schauen, was mich hier erwartet. Das Wetter wird gut. Ich habe richtig Lust aufs Paddeln. Los geht's! So, und es geht los. Ab jetzt filme ich natürlich mit meiner wasserdichten GoPro, falls hier irgendetwas schief gehen sollte. Und dementsprechend wird der Ton natürlich nicht mehr ganz so optimal sein. Ja, wie ihr seht, jetzt bin ich schon richtig schön in der Sonne. Die Morgensonne hat auch schon ordentlich Kraft heute. Ich glaube, es können heute bis zu 19 Grad werden. Das wäre natürlich richtig stark. Und im Moment das Wasser hier absolut spiegelglatt, kein bisschen Wind. Wenn das so bleibt, habe ich eine schöne Paddeltour vor mir. Ja! Ja, das dort direkt vor mir, das ist keine Landzunge, sondern das ist die sogenannte Gelberginsel. Ein als Naturschutzgebiet ausgewiesener Bereich. Das heißt, diese Insel darf nicht betreten werden. Ich habe jetzt die Option, rechts oder links dran vorbeizufahren. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist rechts von mir der Wasserbereich auch Naturschutzgebiet. Das heißt, ich werde selbstverständlich links vorbeifahren. Und ich hoffe, dass ich dabei auch noch eine kleine Besonderheit sehen werde, nämlich so das Maskottchen, das Wahrzeichen des Biggesees. Ich bin eben gerade in der sogenannten Waldenburger Bucht gestartet. Dort liegt auch direkt mein Campingplatz. Ich musste nur ein paar hundert Meter gehen, bis ich am Wasser war. Das ist natürlich optimal. Und die Waldenburger Bucht, das ist auch der Bereich des Biggestausees, wo der Staudamm ist. Ich zeige euch das mal kurz. Da die Staumauer. Und das hier ist die Waldenburger Bucht. Von dort bin ich gekommen. Im Hintergrund sieht man auch meinen Campingplatz. Und da oben, vielleicht könnt ihr es ganz leicht erkennen, ich habe keinen Zoom hier an der Actioncam. Dort ist der Aussichtspunkt Biggeblick. Eine sehr schön gemachte Aussichtsplattform, die kostenlos betreten werden kann. Schön ist natürlich, dass es hier auf diesem Stausee keinerlei Strömung gibt. Und dadurch, dass es auch absolut windstill ist, muss ich nicht annähernd gegen irgendetwas ankämpfen, sondern ich kann hier schön gemütlich über das Wasser gleiten.
Diese Gilbert-Insel, die scheint verdammt groß zu sein, so wie das hier aussieht. Wow. Was ist denn das hier vor mir? Ein Stück Holz oder sowas, was da schwimmt. Ja, ein Stück Baumstamm. Das sah von Weitem gerade sehr seltsam aus. So, und ich bin jetzt in der Nähe des Ufers der Gilbert-Insel. Und hier sind auch Bojen ausgesetzt. Stopp, Sperrgebiet. Und das ist natürlich auch ganz gut so, denn so hat die Natur noch ein paar letzte Rückzugsorte. Hier sollen zum Beispiel Graureiher und Kormorane brüten. Schön. Ja, und dort ist es, das Wahrzeichen des Biggesees, die Nixe Atania, die dort ausgestreckt auf ihrem Felsen liegt. 9 Meter lang soll sie sein. Aus der Ferne sieht das gar nicht so aus. Aber näher dran möchte ich nicht, denn hier gibt es ja, wie ihr vorhin gesehen habt, dieses Sperrgebiet. Ich werde jetzt mal zusehen, dass ich um die Insel herum paddle und wieder auf die andere Seite komme. Denn hinter mir verläuft eine sehr gut befahrene Straße und irgendwie ist das nicht schön. Und da drüben ist es viel, viel ruhiger. An so einer Talsperre gibt es natürlich rechts und links immer wieder Einbuchtungen, die auch recht weit hineingehen können, so dass ich mich hier schon ein bisschen mit meinem GPS orientieren muss. Sauerland, mein Herz schlägt für das Sauerland, begrabt mich mal am Lennestrand. Wo die Misthaufen qualmen, da gibt's keine Palmen. Sauerland, mein Herz schlägt für das Sauerland. Schön, und immer wieder so richtig kleine, verträumte Buchten. Ich komme jetzt gleich an eine Engstelle, da vorne bei dieser Brücke. Aber dann wird das Ganze auch wieder ein bisschen breiter. Und ich werde mich links halten, denn da kommt jetzt eine Stelle, wo sich der Biggesee in so 2 Hauptarme teilt. Und was ich so gesehen habe, ist der linke Arm so mehr der schönere. Also es sah mir auf jeden Fall so aus, dass da ein paar weniger Straßen sind und dass man da noch ein bisschen weiter paddeln kann als auf der anderen Seite. Und mal sehen, wie weit ich heute komme. Vielleicht gucke ich mir den anderen auch noch an. Jetzt geht es aber erstmal hier schön nah am Ufer entlang. Ich habe mal gehört, wenn die Bigge im Hochsommer ganz wenig Wasser hat, dann soll es ganz extrem interessante Felsbereiche geben, die so ein bisschen an die Nordländer erinnern. Das könnte ich mir hier an so einer Stelle sehr gut vorstellen. Das sieht aber auch sehr nett aus. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier im Sommer ein beliebter Badeplatz ist. Ja, hier sollte es eigentlich eine kleine Insel geben namens Popping Island,
Aber so wie es aussieht, ist das mehr so eine Art Halbinsel, also noch nicht mal eine Halbinsel, eine schmale Landzunge. Ich fahre noch einmal drumherum. Vielleicht sehe ich ja noch was anderes, aber ich glaube, das hier ist die Stelle. Nein, es bleibt dabei keine Insel, sondern Popping Island ist eine Landzunge. Aber eine ganz nette für eine Pause. Das ist doch der perfekte Platz hier zum Anlanden. Ja, Popping Island, so wie es aussieht, auch ein beliebter Badeplatz im Sommer. Das passt ja perfekt hier. Und da drüben sieht man einen Ort und dort sieht man die Schiffe der Weißen Flotte, mit denen man im Sommerhalbjahr hier auf der Bigge Rundfahrt machen kann. Ach, ein perfekter Platz für mich, mitten in der Sonne. Ich werde jetzt auch erstmal meine Paddelhose ausziehen, denn darunter habe ich schon ein bisschen geschwitzt. Und hier ist es gerade so warm, ich glaube, hier kann ich noch ein bisschen mehr ausziehen. Das Wetter ist echt der Wahnsinn. Zum ersten Mal in diesem Jahr sollen es heute bis zu 20 Grad werden. Und das spürt man. Wunderschön. So, ein schöner Nachmittag auf dem sonnigen Popping Island. Und jetzt geht's zurück. Hier an dieser Stelle kann man gerade sehr gut sehen, dass die Bigge wohl aktuell eine ganze Menge Wasser hat, weil das hier sind keine Wasserpflanzen. Also am meisten Spaß macht es, so richtig schön nah am Ufer lang zu fahren und sich das Ufer anzuschauen. Ach, ist das schön. Ganz gemütlich paddeln. Und einfach nur genießen, ohne eine feste Strecke machen zu müssen. Das ist auch mal was Schönes.
Da hinten ist mein Ziel, das ist die Bucht, in der auch der Campingplatz liegt. Das ist noch ein gutes Stück zu paddeln, aber ich bin bald da.